Ja, hier gibt es noch die Option Zellausrichtung. Also normalerweise ist der Text immer links ausgerichtet. Ich kann natürlich in diese Zelle hier reinklicken und kann auch sagen, es soll zentriert sein. Ich kann aber auch hier in den in dieser Tabellen Formatierungszeile kann ich auch sagen, in der Mitte anordnen, unten anordnen. Sieht man hier nicht, es sei denn, ich ziehe hier diese Zellen etwas auseinander. Und jetzt kann ich sagen, okay, das wird hier oben ausgerichtet, das hier wird in der Mitte ausgerichtet und hier unten wird das eben am unteren Rand ausgerichtet. Und hier kann ich das genauso machen. Also ich kann jetzt hier praktisch sagen, mittig. Und hier kann ich gleich alle drei Zellen markieren. Dann sage ich unten ausrichten und dann können wir noch Folgendes machen. Ich kann jetzt hier das zentrieren und hier rechtsbündig machen. Jetzt habe ich praktisch alle neuen Möglichkeiten, wo ich Text in Zellen ausrichten kann, in Kombination mit dieser Absatzformatierung, also linksbündig, zentriert, rechtsbündig und dann eben oben mittig und unten ausgerichtet. Eine weitere Möglichkeit, wie man Tabellen noch optimieren kann, wenn man die hier entsprechend markiert, also Tabelle auswählen und dann gibt es hier ein Icon, das nennt sich Optimieren und hier kann ich dann zum Beispiel sagen, die optimale Spaltenbreite, weil hier ist entsprechend viel Platz, wenig Text und wenn ich hier diese Option auswähle, dann habe ich hier eine schmale Spalte und mal schauen, ob das auch vertikal funktioniert. Da funktioniert es ebenfalls. Jetzt ist der ganze Leerraum verschwunden, den ich vorher hatte und so habe ich die Tabelle optimieren können.